Mobile Geeks coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hallo, wir sind bei Lenovo im Aquanox im Venetian zu CES 2015 und haben uns hier ein sehr, sehr schickes, kleines 12,5 Zoll Thinkpad mal geschnappt, denn das ist das X250, der Nachfolger des X240, X220, X230 und so weiter und so fort. Und das Ding wird einfach immer besser, zumindest meiner Meinung nach, denn das ist ein sehr kompaktes, sehr leichtes, denn es wiegt nur 1,3 Kilogramm. Business, sage ich jetzt mal, Ultrabook, wobei Ultrabook nicht ganz hinkommt, denn das Gerät ist zu dick und außerdem auch noch mit Festplatten erhältlich. Aber Intel benutzt ja den Begriff Ultrabook gar nicht mehr so intensiv. Jedenfalls 12,5 Zoll, Full HD Panel hier drin, mit einer matten Beschichtung. Also wenn man hier so drauf schaut, sieht man auch, dass die Blickwinkel erstens super gut klar gehen, denn es ist ein IPS-Panel, aber eben auch kaum Reflexionen vorhanden sind. Zumindest im Vergleich zu normalen Glascovern ist das hier deutlich reduziert durch die Beschichtung, die Lenovo da aufbringt. Das Gerät ist ein ganz normales Notebook. Wir haben hier also keine komplett umlegbare, keinen komplett umlegbaren Displaydeckel, aber er lässt sich immerhin komplett flach legen, sodass man das Gerät zur Not auch im Bett auf den Knien benutzen kann, wenn man sich hinlegt oder ähnliches. Sehr angenehm eigentlich. Das Ganze hat natürlich einen Touchscreen. Es gibt keine Non-Touch-Variante, aber den muss man ja nicht unbedingt benutzen. Außerdem fühlt er sich sehr weich an. Es ist also nicht so, dass man da so eine Anti-Rutsch-Beschichtung hat, sondern es hängt schon ein kleines bisschen, wenn man mit den Fingern darüber streicht. Das liegt eben an dieser Beschichtung, die da drauf ist. Das Gerät hat ansonsten die ganz typischen Lenovo-Eigenschaften, das heißt also dieses großartige ThinkPad-Keyboard, was ja inzwischen in der x-ten Generation nur noch besser wird letzten Endes. Hier biegt sich rein gar nichts, denn das Ganze ist extrem stabil gebaut. Wir haben einen Metallrahmen unten drunter, der das Ganze leicht macht und gleichzeitig eben sehr stabil. Dann haben wir hier den Trackpoint, den üblichen von Lenovo. Dann gibt es die neuen Tasten hier oben, die eigentlich sehr angenehm zu bedienen sind, muss ich jetzt persönlich sagen. Immerhin ist man wieder ein bisschen davon weggegangen, hier nur ein komplett klickbares Trackpad zu verbauen. Das kam bei den Kunden, zumindest beim X1 Carbon, ja überhaupt gar nicht gut an. Dementsprechend sind die jetzt hier wieder vorhanden. Ist eine angenehme Größe, fühlt sich auch sehr gut an, ist auch nur noch am unteren Rand klickbar, funktioniert im Grunde genauso, wie man es halt eigentlich kennt. Wir sehen hier auch, dass die Shift-Tasten extrem groß sind, links und rechts, auch für ein 12,5 Zoll Gerät, immer noch sehr, sehr große Shift-Tasten. Der Ein- und Ausschalter ist da an den Rand gewandert im Vergleich zum X1 Carbon. Und wir gehen mal kurz rum und da wird dann ganz deutlich, dass es sich um ein Business-Gerät handelt, was in Deutschland übrigens ab 1.150 € zu haben sein wird, also nicht ganz billig ist. Wir haben hier hinten das Kensington-Lock, damit lässt sich das Gerät auf Veranstaltungen wie dieser eigentlich besser befestigen als mit diesem blöden Alarmding hier, was einen ja dann immer den Zugang zu den USB-Ports versperrt. Jedenfalls haben wir hier einen Full-Size-Ethernet-Port. Damit kann man das Gerät ohne Adapter, ohne alles ganz einfach ans LAN hängen und hat dann da Zugriff. Darunter sitzt ein SD-Karten-Slot voller Größe, darüber der SIM-Karten-Slot, denn auch hier wird es wieder eine 4G LTE-Option geben, beziehungsweise HSPA+. Daneben USB 3-Port, so wie es sein soll. Dann sitzt hier vorne noch, den sieht man kaum, der 3,5 mm Klinkenanschluss. Am vorderen Rand gibt es soweit nichts weiter, außer ein relativ kantiges Design. Und auf der linken Seite geht es dann weiter mit dem Displayport hier vorne. Dann haben wir den USB 3.0 Anschluss. Der dürfte auf der anderen Seite auch ladefähig sein. Man kann dann also auch mit dem Notebook im Standby bzw. im ausgeschalteten Zustand ein Smartphone laden. Und, ja, ganz Business-Gerät, ein VGA-Port. Den gibt es schon lange nicht mehr bei vielen anderen Geräten, aber im Business sind eben noch viele alte Beamer unterwegs und da ist ein VGA-Port auf jeden Fall eine praktische Sache, denn da muss man nicht mit Adaptern hantieren, wie bei anderen Geräten. Und weil das Gerät halt relativ dick ist, was ja nun nicht unbedingt schlecht ist, hat man hier eben den Platz genutzt und diesen VGA-Port integriert. Hier sitzt der Lüfter, der ist hier auf der linken Seite, für Linkshänder, bei denen Maus benutzen, vielleicht nicht ganz ideal. Dann haben wir hier hinten den Stromanschluss natürlich und das war's im Grunde. Dann gibt es hier Besonderheiten wie einen optionalen Smartcard-Reader und ähnliche Späße. Alles wie gesagt Business-Ausrichtung. Oberhalb des Displays hätte ich fast vergessen, auch noch die 720p-Webcam, die hier vorhanden ist. Und ansonsten gucken wir uns einfach mal den Boden der ganzen Nummer hier an, denn der ist durchaus auch interessant. Lenovo macht hier nämlich eine sehr interessante Sache. Und zwar verbaut man im Gerät selbst einen 23 Wattstunden Akku. Und es gibt dann hier den Standard-Akku, der ist jetzt hier gerade dran. Der müsste insgesamt bei 56 Wattstunden hat die ganze Sache dann, glaube ich, wenn man den dazu nimmt. Es gibt aber auch noch einen zweiten Akku, der selbst auch nochmal einige Wattstunden, sage ich jetzt mal, hat, sodass man am Ende mit 72 Wattstunden Akkulaufzeit arbeiten kann bei diesem 12,5 Zoll Gerät. Der größere Akku hat noch so eine Delle, der steht dann hier so ein bisschen raus. Man erweitert das Ganze also nicht nach hinten, sondern in der Tiefe. Dadurch wird das Gerät ein bisschen angewinkelt, ist vielleicht auch ganz angenehm beim Tippen. Vor allem aber sorgt der Akku eben dafür, dass man bis zu 20 Stunden Laufzeit erreicht und das ist auf jeden Fall enorm.
Übrigens, bei den größeren ThinkPad wird das Ganze dann sogar noch so weit gesteigert, dass der austauschbare Akku, der bei den anderen Geräten übrigens der gleiche erweiterte Riesenakku ist, zusammen mit dem internen Akku dafür sorgt, dass man 116 Wattstunden hat. Und das ist dann tatsächlich enorm, denn so werden dann 23 Stunden Akkulaufzeit möglich. Und dann haben wir einige Lüftereingänge, Auslässe und so weiter. Dann hier den Dockingport natürlich und hier oben den Schalter zum Abnehmen des Akkus. Wenn ich mich jetzt hier nicht irre, dann gibt es hier wahrscheinlich nur einen Lautsprecher, denn der sitzt hier links unten. Ich wäre mir da jetzt allerdings nicht so sicher, denn da müsste man sich dann das Ganze dann erstmal anhören und könnte das dann auf diese Art und Weise rausfinden. Unter der Haube steckt natürlich die neue Intel-Core-Generation, also die fünfte Core-Generation, die Broadwell-SoCs. Und das geht hoch bis zum Core i7-5500U. Es gibt auch wahrscheinlich eine Vipro-Variante, also mit dem 5600U. Mit bis zu 2,9 GHz sind das, glaube ich, die Dual-Cores. Fängt allerdings auch schon an beim kleinen Core i3. Das ist dann eben diese erwähnte 1150-Euro-Variante. Das war ein kurzer Blick auf das Lenovo ThinkPad X250, was übrigens nur 1,3 Kilo wiegt und dementsprechend sehr leicht ist. Und genau so ein Gerät wünscht sich doch sicherlich so der eine oder andere Business-User, der zumindest gute Augen hat, denn die großen Geräte sind ja eher was für Leute, die nicht mehr ganz so gut schauen können. Jedenfalls sehr attraktiv und kann ich mir durchaus gut vorstellen, im Alltag zu benutzen. Das war ein kurzer Blick auf das Lenovo ThinkPad X250 auf der CES 2015 und ich war Roland für Mobile Geeks. Und wenn euch das gefällt, was wir hier auf dem Channel machen, dann gebt uns einen Daumen hoch, folgt dem Kanal, abonniert uns auf Facebook, Google+, und natürlich Twitter, und ihr dürft uns auch auf Mobile Geeks besuchen und euch unsere schöne neue Website anschauen. Bis dann!